Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit den Seleukiden und ja, wir versuchen jetzt die Wüstenwinde wieder rauszuhauen. Ja, also es sieht richtig schlecht aus gerade. Es sieht richtig madig aus, also die da werden wir ziemlich safe bekommen, allein wegen den Elefanten. Klar, die Fernkämpfer sind heftig, da muss ich halt außen rum dann gehen. Aber ja, ich werde euch dann, also ja, habt ihr ja letzte Runde gesehen, dass ich von allen Seiten überrannt werde. Oh, das ist gut. Regen ist sehr gut. Da könnt ihr nämlich keine Brandpfeile schicken. Ja, das ist mega, mega gut. Okay, also die Elefanten würde ich sagen. Also die gepanzerten gehen hier straight rein. Die indischen, ja, sind ja bei, alles indische. Also die ungepanzerten gehen hier rein. Fernkämpfer gehen auch mit rein, also bei beiden, und hier kommen die Kataphrakte rein. Jo, ist der Plan. Jo, die normalen Elefanten hier, dann zusammen mit den, der Kavallerie, die kommen hier hin, und die da kommen nach da. Okay. So, die gehen mal hier hin. Die gehen hier hin. Und die gehen hier. So, die Frage ist, wo sind die Fernkämpfer? Also hier sind Fernkämpfer. Das sind die Bogenschützen, okay. Hier sind ein paar und hier sind momentan noch einer, also. Da fragt er, kommen hier hin. Die anderen kommen hier hin. Wüstenspeerkämpfer, die haben keine. Adelsschwertkämpfer, alles klar. Okay. Adel, okay. Was macht ihr denn? Wo habe ich aus Versehen alle mitgenommen? Könnte sein. Eine unserer Einheiten ist in Rascherei. So, hier rein. So, sehr schön. Ihr kommt dahin. Ihr reitet da rein. So, ihr reitet hier hin. Ah, scheiße, hier sind ja, okay. Das war vielleicht nicht so klug. Eine unserer Einheiten ist in Rascherei geraten. So, hier versuche ich mal durchzubrechen. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. So, hier rein.
eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, das passiert. Bitte ein bisschen schneller. Die gehen jetzt alle weg. Ja. Gut, die hatten natürlich hier Feuer frei. Das ist schlecht. So, ihr hierhin, ihr dahin. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Schade. Also die Fernkämpfer von denen sind schon hart gut. So, würdet ihr bitte angreifen? Okay, ihr seid draußen, das ist gut. Ach ja, die sind jetzt weg. Ah, das war doof. Das war doof. Das war nicht gut. Das war echt nicht gut gespielt. Das war zu risky. Aber okay. Aber ja, die Blänkler, also wenn die geschützt sind, dann hauen die echt rein. Ah, ein Silberner. Geld. Er hat's zerstört hier alles. So, jetzt muss ich das aber schnell hier reparieren. So. Weil sonst kommt hier ja, Elendsviertel rein und das wollen wir ja nicht. Gut, nächste Runde greift er an und ja, ich habe gegen den nichts zu machen, nichts zu sagen. Ach, Mann, das ist gerade echt krass. Das ist echt heftig gerade. Okay, Erfahrungsrang, Moral, Nahkampfangriff für alle Einheiten. Moral für einen Beinkampf im fremden Territorium. Kavallerie und Infanterie. Moral gegen plündernde Armeen. Waffenschaden. Angriffsbonus, Anheuerung. Barbaren. Angriffsbonus für alle Einheiten. Nahkampfangriff und Waffenschaden. An sich macht gerade das da echt Sinn, auch wenn der Moral wegfällt, aber Nahkampfangriff für alle Einheiten. Angriffsbonus für Streit oder Moral. Waffenschaden, Geschossschaden. Moral. Der Kampfangriff für alle hellenischen Infanterie und Kavallerie.
Tipp, 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 tipp. Das ist eigentlich auch nice. Auch wenn ich ja keine Infanterie habe. Nahkampfangriff, Nahkampfangriff. Angriffsbonus und Abwehr. Rüstung für alle Einheiten. Ich mache, glaube ich, das da. Weil hier ist noch Abwehr dabei. Okay. Also bei Level 3. Wenn ich so weit komme. 400 kostet das, aber ich werde mir Kavallerie kaufen. Oder warte. Oder warte. Vielleicht hole ich mir auch eine Agentin, die dann stiehlt. Wachstum, öffentliche Ordnung. Rekrutierungskosten, Verstärkung. Oh, 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 oh. Oder ich hole mir den, der ist krass. Verwundung feindlicher Agenten, das ist auch gut. Aber ich hole mir hier den. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß das. Ich hoffe. Oh nein. Oh nein. Der greift jetzt wirklich hier an. Alter. Okay. Wenn. Also. Achso, hier, das da. Ja, hier sind alle gestorben. Ja, Kapitulation, ne? Der greift es echt an. Habe ich gespeichert? Ja. Glaub schon, aber sicherheitshalber. Gut, wünscht mir Glück. Schlacht von Antiochia. Aber ich habe eine große Garnisonsflotte nicht, aber Garnison habe ich. Eine ganz große, eine ganz gute. Okay, also ihr kommt mal hier hin. So. Ach krass. Die hat einen Rambock und vier. Der hat einen Rambock. Was hat er denn? Freiherr Banner. Relativ wenig. Er greift hier an. Hier habe ich drei Türme. Soll ich was Verrücktes versuchen? Ich will eigentlich gerade wirklich was Verrücktes versuchen, weil das wäre lustig. Ich will mich ehrlich gesagt hier vorne aufbauen. An sich wäre das
Also an sich haben wir drei Optionen, also oder zwei normale Optionen und eine verrückte. Die verrückte habe ich ja schon gesagt, also hier aufbauen. Und der Vorteil ist, wenn wir uns hier aufbauen, ist, dass die Türme die ganze Zeit schießen. Das ist ein Mega-Vorteil, weil die sind richtig, richtig krass. Nachteil ist, dass er die besseren Einheiten hat. Die viel besseren Einheiten. Und mich wahrscheinlich überrennen wird. Die andere Version ist, dass ich, ja, wie immer, hier, hier und da meine Pekiniere aufstelle. Und hier meine Elefanten, weil der wird das Tor durchrammen. Dann kann ich mit den Elefanten einfach durch. Genau, und mit denen, mit der Kavallerie werde ich dann gegen seine Fernkämpfer dann kämpfen. Die Version Nummer 2 wäre hier, mich hier aufzubauen, weil diesen Punkt muss er einnehmen. Und wenn ich mich hier aufbaue, dann brauchen, also dann, warte, ich zeige es euch mal kurz, ups. Dann, ach komm, ich habe euch, oh, dann reichen eigentlich die drei Pikiniereinheiten, um die Straße oder also hier das da, auch wenn der hier spackt, das da zu verteidigen. Und hier eben Fernkämpfer drauf und ja, und dann von hier würde ich dann so mit der Kavallerie in den Rücken angreifen. Aber das da ist die safeste oder die sicherste Variante. Auf die da hier draußen, das ist die verrückteste, darauf habe ich gerade am meisten Lust. Die mache ich jetzt mal. Aber mit dem. Also quasi, wenn ich das nicht schaffe, dann fange ich halt neu an. Weil es ist ja nur just for fun. Soll ja auch Spaß machen, ne? Ich muss halt gestehen, dass ich nie, sowas noch nie erfolgreich geschafft habe. Aber rein theoretisch müsste das wirklich, ups, müsste das wirklich sehr, sehr gut klappen. Es müsste eigentlich sehr gut funktionieren. Es müsste eigentlich sehr gut funktionieren. Es müsste eigentlich klappen. Weil der hat nicht so viele Fernkämpfer, dass das so krass bedrohlich werden würde. Aber er hat halt ja die besseren Einheiten, also das auf jeden Fall. Das hat er auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Aber ich denke nicht.
Aber wir können ja mal schauen. Also wenn es nicht funktioniert. Würdet ihr bitte die da angreifen? Gehen die gerade echt einfach so durch? Tja, ich wusste gar nicht, dass die einfach so durchgehen. Ich wusste nicht, dass die einfach so durchgehen können. Ist das lustig? Also eigentlich nicht, aber also eigentlich ist das Kacke. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eigentlich ist das ziemlich blöd. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh. Na gut. Nun, naja, gut, ich wusste nicht, dass die einfach durchfahren können. Ah, das ist ja kacke. Da macht es ja gar keinen Sinn. Da macht es ja überhaupt keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Was nervt es, die dann gefesselt werden? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Naja. Ja, und nun? Jetzt ist er gerade auf der Jagd nach mein Pferdchen. Ja, nun. Ach, ja, also wenn ich das gewusst hätte, dann... Also das hat der... die KI aber auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt.
Also die sind noch nie. Die sind noch nie einfach so durchgegangen. Sobald ich rausgegangen bin, haben sie. Sind sie dann eben. Ja, einfach. Haben alles liegen gelassen. Und das war's. Hä, wohin geht ihr denn? Unser General wird angegriffen. Ich gehe jetzt mal hier rein. Echt nicht, was er da macht. Weiß er wahrscheinlich selbst nicht. Sehr schön. Oh nein, ja, oh Gott, scheiße. Ich hatte sogar Kampfkraft-Ding. Konzentration. Zuversichtlich, hä? Wäre ich an deiner Stelle nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt komplett aufräumen hier. Ja, die tröpfeln jetzt eigentlich so immer mal wieder so rein. Den haben wir jetzt auch. Ist halt ein bisschen schade, dass ich jetzt die ganze Garnison weggeschmissen habe eigentlich. Die muss jetzt komplett neu aufgebaut werden. Aber wenn alles klappt, dann wird ja, dann wird meine Hauptstadt nicht mehr ganz so häufig angegriffen. Oh Mann, also der da ist auch tot, der überlebt hoffentlich. Das ist echt scheiße, der ist schon Gold 1. Also scheiße, schade. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mach mal Trampeln an. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gewandte,
Ja, ich kann mal ein bisschen vorspulen. Jetzt macht der wieder mit. Wir haben einen Turm eingenommen. Jetzt kommt mal der auch mit, ne? Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, nun, also an sich hat es schon ein bisschen so geklappt wie erwartet. Also klar, das war hier ziemlich crappy, aber dadurch er hat sich halt dann dadurch festgebackt, dass er nur hier durchgegangen ist, ne? Ja. Gut, 780, ganz gut. Warte mal, ich habe getötet 2153 und er hat 2150 und er 2300, fast 2400. Ja, so viel haben die Türme dann doch nicht gerissen. Ja, naja. Naja. So viel hat es dann doch nicht gerissen. Okay. War eine interessante Schlacht. Ja, nun. Mit den ganzen Fernkämpfern kann ich eigentlich gleich aufgeben. Aber vielleicht schaffe ich es, ihn in eine Falle zu locken. Aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, mal schauen, wie viele Runden wir noch schaffen. Macht's gut, bye bye.